Cholesterin ist auf der einen Seite lebenswichtig, auf der anderen Seite kann es aber auch zum Verhängnis werden, wenn wir von dem falschen Cholesterin zu viel haben. Ich erkläre dir genau, worauf es ankommt bei deinen Blutwerten und worauf du achten solltest und dich nicht verunsichern lassen solltest in Sachen Cholesterin und wie es, ja, wie du es quasi beeinflussen kannst, ja, mit diesen 5 Tipps, ja, die auf aktueller Wissenschaft basieren. Lass gerne noch einen Daumen nach oben da, damit wir unsere Community noch mehr Menschen quasi erreichen können und grundsätzlich das Cholesterin-Thema mal neu belichten. Grundsätzlich erfüllt Cholesterin 3 wichtige Funktionen bei uns. Ich sage dir kurz, welche es sind. Es ist Bestandteil der Zellmembran, also der Zellhülle, sowie das Grundgerüst für Sexualhormone und spielt bei der Verdauung eine wichtige Rolle, da es Bestandteil der Gallensäure aus der Leber ist. Thema cholesterinsenkende Medikamente und dessen Folgen. Was hier sehr klargestellt werden sollte, ist, dass die Anwendung von Statinen mit absoluter Vorsicht zu genießen ist. Es wäre eins der letzten Medikamente, die ich in mir haben möchte. Ich erkläre wieso. Statine hemmen durch Blockade des Enzyms HMG-CoA-Reduktase neben der Cholesterolsynthese, das heißt Cholesterinsynthese, auch die Biosynthese von Ubiquinon, das heißt Coenzym Q10. Siehe hier bei dem Medikament Lovastatine und der Studie von dem Pharmakonzern Bayern selbst. Das bedeutet kausal Statine senken deinen Q10-Spiegel. Wieso ist das jetzt relevant? Wofür brauchen wir das Coenzym Q10? Coenzym Q10 gehört zu den 3 wichtigsten Molekülen aus der Eigensynthese im Menschen, neben NADH und Glutathion. Es versorgt den Körper mit Energie in der Atmungskette. Durch Q10 war höheres Leben auf dem Planeten Erde überhaupt erst möglich. Sonst wären wir noch Bakterien. Ja? Das Q10 ist in etwa Will Smith. Eine klare Hauptrolle ist es. Ja? Jetzt kommt ein Fakt, ja, den viele nicht bedacht haben. Ja? Wie wir wissen, tragen bis zu 95% aller Menschen das Epstein-Barr-Virus in sich, da man es über das Küssen quasi weitergibt. Ja? Was wir auch wissen, dass bei einem Virusinfekt, hier zum Beispiel Influenza, die Q10-Konzentration im Körper statistisch signifikant ohnehin sinkt. Daher haben wir ohnehin schon mit tendenziell eher weniger Q10, ja, zu kämpfen, ja, im Mitochondrium, das heißt den Kraftwerken unserer Zelle. Studien zeigen ebenfalls, dass Menschen, die an Krebs erkranken, zu niedrige Q10-Spiegel aufweisen. Was so zu erklären wäre, dass es ein starkes hydrophobes, also ein fettlösliches Antioxidant ist, das Q10, welches dich vor Radikalen schützt im fettigen Kompartiment und es verhindert, dass wir Milchsäure herstellen, welches eins der Hauptnahrungsmittel von Krebs ist, da wir ohne Q10 den Zucker vergären statt zu veratmen, zu ATP, dem universellen Energieträger bei uns im Körper. Adenosintriphosphat, ja. So, dies wird auch als der anaerobe Stoffwechselweg bezeichnet. Kurz gesagt, wir stellen ohne Q10 genauso ineffizient Energie her, wie es Krebs macht. Zunächst sollten wir wissen, wie viel Cholesterin ist zu viel. Der allgemeine Cholesterinwert hat keine statistisch signifikante Aussagekraft in sich, ob ein Mensch gute Blutfette hat oder nicht. Schlechte, ja. Denn in dem Cholesterinwert befindet sich auch das gute Cholesterin, das HDL, ja. Wie man heute weiß, spiegeln Studien genau diesen Sachverhalt. Das Cholesterin hat im Gegensatz zum HDL, wie LDL, ja, und dem HDL-Triglycerid-Verhältnis, nur eine Nebenrolle in der Filmtragödie. Das sehen wir hier nicht statistisch signifikant, ja, ist das allgemeine Cholesterin. Am relevantesten scheint das HDL zu Triglycerid-Verhältnis zu sein und das HDL zu LDL-Verhältnis. Ja? Dazu gleich mehr. Die Hauptrolle in dem Streifen bekommt nämlich der Blutzucker, welcher 7-mal so viel Aussagekraft hat wie das totale Cholesterin, gefolgt von dem Rauchen mit 5,8-mal höherer Risikobehaftheit, ja? Und letztlich der Blutdruck, ja, mit ca. 3-mal so viel Aussagekraft. Aber nochmal zurück. Es gibt den atherogenen Index.
Beispiel ist hierfür die aussagekräftigste Berechnung des HDL zu Triglycerid-Verhältnisses. Ja? Blende ich hier mal kurz was ein, einen Link ein, könnt ihr auch gerne mal drauf gehen. Ja? Das ist ein Schnipsel aus meinen Blutwerten-Video, wo ich sie euch zeige. Ja? Ich zeige euch jetzt, wie ihr es errechnen könnt. Aufgepasst! Dies kann man errechnen, indem man seinen HDL-Wert durch seinen Triglycerid-Wert teilt. Dort sollte ein Wert kleiner als 0,11 resultieren. Ist der Wert über 0,21, hast du ein erhöhtes Risiko. Mein Wert lag bei minus 0,47, das bedeutet, er war noch 6-mal niedriger als die tiefste Schwelle, ja. Wo es um ein geringes Risiko quasi ging, ja. Also nicht von dieser Welt. So, wie mein Arzt schon sagte halt, es gibt einen zweiten atherogenen Index, ja. Und das ist dementsprechend das LDL zu HDL-Verhältnis, ja. Dort wird er bestimmt. Hier sollte der Wert nicht über 2 liegen, eher unter 2 liegen, dann hat man ein sehr kleines Risiko. Meiner lag bei 1,61. Nun wollen wir aber wissen, wie wir unsere Blutfette positiv beeinflussen können. Als erstes müssen wir verstehen, wie das Cholesterin verbraucht wird, ja, damit es sich senkt im Blut überhaupt. Ja. Eine gute Vorspeise ist es, jegliche tierische Produkte für 8 Wochen mal zu eliminieren. Denn tierische Produkte enthalten Cholesterin, pflanzliche nicht. Das hat folgenden Hintergrund. Liegen zu hohe Werte vor und man führt extern noch zusätzlich Cholesterin hinzu, dann wird der Körper die Eigensynthese drosseln. Soweit so gut. Isst man aber so viel, wie der Körper gar nicht produzieren hätte können, geht dieses Spiel nicht auf. Weiterhin gibt es bestimmte hormonelle oder genetische Störungen, wie der Mechanismus, quasi der Kopplungsmechanismus im Feedback-Bereich, nicht mehr suffizient funktioniert. Daher ist es interessant zu erfahren, ob der Körper von sich aus schon zu viel eigensynthetisiert. Wer das nicht hinbekommt, kann unterstützen pflanzliche Sterole einnehmen. Diese können wie Cholesterin aufgenommen werden, um so die Aufnahmefahrt quasi zu blockieren vom tierischen Cholesterin. Dies kann dann vor einer Mahlzeit eingenommen werden, wirkt aber niemals so gut, als wenn man sich mal am Riemen reißen würde. Tipp Nummer 2 ist es, Sport zu treiben, und zwar so viel, wie es nur geht, damit es dir noch gut geht. Ja? Wieso Sport Cholesterin verbraucht, ist logisch. Jedes Molekül hat eine gewisse Halbwertszeit. Kein Molekül ist für immer stabil. Da wird Cholesterin auch mit der Zeit abgebaut. Wie wir wissen, brauchen wir Cholesterine für unsere Zellmembran. Jedes Mal, wenn wir Sport treiben, muss in unserem Körper in der Regenerationsphase ja methodische Zellteilungen vonstatten gehen, damit neue, junge, starke, gestärkte Zellen gebaut werden, die dem Reiz dann dementsprechend trotzen können. Ja? Auch für neue Zellen brauchen wir neue Zellmembran und wieder Cholesterin. Denn jenes ist, wie wir jetzt erfahren haben, in Zellmembran verbaut. Das zeigen auch Meta-Analysen aus 160 Goldstandard-Studien oder noch andere Meta-Analysen. Tipp Nummer 3, Ballaststoffe. Die Leber produziert ca. 1 Liter Gallenflüssigkeit am Tag. Die Gallenflüssigkeit ist wichtig, um die Oberfläche von Fetten zu vergrößern, damit sie gut aufgenommen werden können im Dünndarm. Ein großes Volumina triggert den Körper, mehr davon auszuschütten, da er denkt, dass viel gegessen wurde und daher mehr Gallensäure benötigt wird. Ballaststoffe veranlassen genau dies, ohne wirklich Kalorien zu haben. Sie erhöhen das Volumina des Nahrungsbrei und fördern so mehr Gallensäure und damit auch mehr Cholesterinausscheidung aus dem Körper, da, wie wir gelernt haben, jetzt Cholesterin ein Teil der Gallensäure ist. Dies ist schon seit über 20 Jahren bekannt. Tipp Nummer 4. DHA und EPA, ja, also Docosahexaensäure und Eicosapentaensäure, also Omega-3-Fettsäuren aus der Alge. Die essentiellen Fettsäuren DHA und EPA zeigen genau diesen Trend in Studien. Begrenzt aber die Vorstufe der Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolensäure aus Leinsäure. Dafür ist wichtig, dass es eine humane Goldstandardstudie ist und mehr als 2 Gramm pro Tag gegeben wurde von DHA und EPA. Denn große Studien wurden leider so gut wie nie mit über 2 Gramm DHA oder EPA durchgeführt.
Nur es wirkt kaum unter 2 Gramm, also mindestens eigentlich 2,5 Gramm. Ja, was man aber meiner Meinung nach ja, zu sich nehmen sollte. Ja. Ich nehme zum Beispiel 5 Gramm zu mir. Ja. Das sieht man auch an meinen Blutwerten, dass die Blutfettwerte wirklich sehr, sehr gut sind. Ist natürlich nicht der einzige Grund, ja, aber sicherlich ein Teil. Wichtig ist dabei aber, dass man unabhängig laborgeprüftes Algenöl nimmt aus pharmazeutischer Qualität. Denn die meisten Öle haben entweder zu wenig Wirkstoff, sind belastet oder sind ranzig, da sie keine pharmazeutische Qualität haben. Ich verlinke euch mal Öl mit dem mir bekanntesten höchsten Standards, ja, momentan in Bezug auf Laborreinheit, Wirkstoffgehalt und zum fairen Preis. Umsteigen lohnt sich da definitiv, denn es schmeckt auch unfassbar frisch neutral. Tipp Nummer 5 ist Coenzym Q10. Wissenschaftler in Studien unterstützen sogar die Gabe von 2400 Milligramm pro Tag. Die Pharmaindustrie bzw. die Lobby dahinter, ja, hat hier aber einen so starken Daumen da drauf, ja. Daher sind nur 100 Milligramm in Deutschland erlaubt, obwohl woanders Wissenschaftler von 2400 Milligramm reden. Da wird klar, wieso man sich diese Publikation im Goldstandard-Format mal anschauen sollte. Denn die Patienten, die Q10 bekamen, brauchten deutlich weniger Herzmedikamente. Ja, sie starben auch nicht so schnell. Coenzym Q10 ist ohnehin einer meiner Top 3 Supplemente, die ich immer wählen würde, wenn ich nur 3 zur Auswahl hätte. Am Platz 2 wäre übrigens auch DHA und EPA Algenöl. Ja. Dazu gibt es eine Meta-Analyse, die 8 Goldstandard-Studien inkludierte, aus der Cochrane Library stammt, das heißt von unabhängigen Ärzten und Wissenschaftlern auf die Validität geprüft. Ja, es senkte signifikant das totale Cholesterin sowie auch erhöhte Q10 signifikant das HDL, also das gute Cholesterin, ja, stieg. Das ist sehr wichtig, denn wenn das HDL sich signifikant verbessert, hat dies Auswirkungen auf die beiden wichtigsten Parameter, den Triglycerid-HDL-Index und den LDL-zu-HDL-Index. Ein wirklich, wirklich tolles Produkt meines Erachtens, sehr einer der Top 3 Supplements, wie auch immer. Ich nutze es nur liposomal, da es bei mir sonst absolut, bei mir persönlich keine Wirkung zeigte und schon gar nicht in der Dosierung, die in Deutschland so erlaubt ist, hatte für mich einfach in dem Sinne kaum Wirkung. Ich verlinke euch mal wirklich wirksames liposomales Coenzym Q10, ja, unter anderem lohnt es sich alle Male mal das umzusteigen, ja. Ihr könnt mich unterstützen für meine kostenlose Arbeit, nicht mit Spenden. Ich möchte keine Spenden in Zeiten, wo Krieg herrscht, sondern das könnt ihr tun in einem Geben und Nehmen, in einer Win-Win-Situation. Auf purazell.de bekommt ihr wissenschaftlich konzipierte, unabhängig laborgeprüfte Made in Germany Nahrungsergänzungsmittel wie Lebensmittel, ja, wenn du darauf Wert legst. Und danke vom Herzen für deinen Support und bis zum nächsten Video. Dein Patrick.